In Innsbruck laufen bereits die Vorbereitungen für die Olympischen Winterspiele 1976. Doch es werden nicht nur äußere Vorbereitungen getroffen, Straßen und Brücken gebaut, es werden auch im Hinblick auf die kommende Olympiade geistige Brücken zu allen Völkern der Welt geschlagen. So zum Beispiel von der Internationalen Fortschrittsorganisation. Dazu Dr. Hans Köchler als Präsident. Die Organisation hat sich einen Dialog zwischen den verschiedenen politischen Systemen auf dem Weg über die Verständigung zwischen den verschiedenen kulturellen Voraussetzungen zum Ziel gesetzt. Sie umfasst Mitglieder aus allen Erdteilen und aus allen politisch-kulturellen Systemen. Zur Verwirklichung dieser Ziele hat die International Progress Organization für 1974 ein internationales Symposium über das kulturelle Selbstverständnis der Völker geplant, das in Zusammenarbeit mit UNO, UNESCO und dem österreichischen Außenministerium durchgeführt werden soll. Für 1976 ist anlässlich der Winterolympiade eine Tagung über olympische Idee und moderne Gesellschaft geplant.